Also an meiner Einstellung hat sich nichts geändert zu meinem Arbeitgeber. Die ist nach wie vor sehr positiv. Ich bin mit 100% Energie dabei. Es ist die Aufgabe, die mich reizt, Borussia Dortmund. In den letzten Wochen kam dann einfach auch ein bisschen Druck in die ganze Sache. Und am Ende steht jetzt eine Entscheidung, die auch aus dem Gefühl heraus dann getroffen wurde. Aber grundsätzlich stehe ich zu allem, was ich natürlich gesagt habe, auch über Borussia Dortmund, über die Fans, über die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Borussia Mönchengladbach. Ja. Du hast Dortmund gesagt. Entschuldigung. Marco, du hast ja vorhin ausgeschlossen, dass die Spieler nach Dortmund begleiten werden. Wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, dann geht es da ja auch eigentlich nur um Verträge, um Ausstiegsklauseln. Und wenn jetzt Borussia Dortmund wirklich sagen sollte, wir möchten aber gerne nicht, dass Markus Thuram, weiß ich nicht, zu Bayern München geht, sondern wir sehen ihn als bestmöglichen Nachfolger für Jadon Sancho an. Würdest du dann wirklich sagen, aus Respekt vor Borussia Mönchengladbach, nein, ich will das nicht? Ja, das würde ich sagen. Und wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit nach Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit nach Borussia Dortmund. Fertig, aus.